Herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Und wie es weitergeht, seht ihr gleich nach dem Intro. 3, 2, 1. Freizeit-Tester. So, hier wären wir bei unserem neuen Format Emmy Tested. Wie wir darauf gekommen sind, ist eigentlich ziemlich einfach. Durch die aktuelle Pandemie, die wir haben, waren wir am Überlegen, was wir genau machen wollen. Und so sind wir durch Social Media zufällig auf die Panache die Welt Snackbox gekommen. Also haben wir uns die einfach bestellt und ich werde jetzt einfach testen, wie die Süßigkeiten darin schmecken. Zur kurzen Info, es gibt immer jeden Monat eine Snackbox, worin Süßigkeiten aus anderen Ländern, die dort sehr beliebt sind, eingepackt werden. So, dann packe ich einfach mal an. Mach sie mal auf und schauen mal, was drin ist. So, so sieht sie von innen aus. Darin befindet sich eine Postkarte. Wie man anhand dieser Postkarte sehen kann, ist Griechenland das Thema. Dann gibt es hier noch ein... Ich schau mal eben kurz rein, was es ist. Okay, das hier ist ein Infoheftchen über das Land mit kurzen Informationen und Informationen zu den Snacks, die sich da dort drin befinden. Das werde ich mal auflassen, für den Fall, dass ich was nicht erkennen kann. So, dann fangen wir auch einfach mal direkt mit dem ersten an. Das sind Waffles, wenn das so richtig ausgesprochen sind. Sieht aus wie Chips. Mit Oregano. Ja, ist Oregano. Küchen könnte schon mal aber eher nach Paprika. Ich probiere mal einfach an. Ich mag nach Oregano, ich hasse Oregano. Das hat den Hintergrund, ich habe damals meine Pizza bekommen, wo einfach nur Oregano drauf war. Das hat einfach die ganze Pizza nach Oregano geschmeckt, seitdem hasse ich Oregano und esse jetzt keine Pizza drauf. Total widerlich. Meiner Meinung nach. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Ob die schmecken oder nicht. Ist halt mein Geschmack. So, dann nehme ich einfach mal das nächste raus. Das ist Bonbon Make Your Burger. So sieht das aus. So, mal damit kann man wohl seinen eigenen Burger bauen, den ich dann auch bekommen sollte. Das stimmt, den geht ja. Falls ihr mal wissen möchte, was drin ist, das ist fast alles auf Griechisch geschrieben. Das kann ich leider nicht lesen. Also ich kann zwar ein bisschen Japanisch mittlerweile, aber kein Griechisch. Aber darunter steht auch noch auf Englisch. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, das alles vorzulesen. Das sind ganz normale Gummibärchen-Dinger. So sieht das dann aus. Hier hat man eine Toilette. Gucken wir uns mal was anderes als Toiletten wird. Das sieht nämlich danach aus, als nur Toiletten wird. Ein Salat. Eine Burger-Oberseite. Eine Burger-Unterseite. Und das war's. Dann werde ich das mal testen, wie man selbst kreierte Burger schmeckt. Wahrscheinlich nicht nach Burger.
Auch würde ich nicht mal noch runter auf runter. Schmeckt nach ganz normalen Gummibärchen meiner Meinung nach. Ich meine, es gibt es hier in Deutschland auch so Gummibärchenburger. Kann man essen, wenn man auf Gummibärchen steht. Ja, schmeckt ein bisschen nach Chemie, finde ich. So, dann nehme ich jetzt einfach mal das nächste raus. Das ist Lacta Oreo Sorbet Flower. Sieht aus wie eine ganz normale Tafel Schokolade mit Erdbeer-Oreo. Ich werde das mal probieren. Etwas, was nicht so gut kann, sind Verpackungen öffnen. So sieht es dann von innen aus, so eine Erdbeercreme. Es riecht sehr nach Erdbeere, aber nach künstlicher Erdbeere und nicht nach, nach einer frischen Erdbeere. Mal schauen, wie das schmeckt. Kann man essen. Ich glaube, es schmeckt ein bisschen wie Violette. Ist okay, tatsächlich. Nicht schlimmer, als es schmeckt. So, dann nehme ich einfach mal das nächste raus. Das ist ein Tronki. Oder, glaube ich, oder so ähnlich ausgesprochen. Das ist irgendwas mit Haselnüsse von Ferrero. Schmeckt ein bisschen, also sieht es von innen aus, schmeckt ein bisschen nach Halunka in einer Rolle. Kann man eigentlich ganz gut essen, die schmeckt sehr lecker. Also so Mischung aus Halunka und Zimtchen, ein bisschen schmeckt das noch rein, ein bisschen nach Buello, so ein Mischung davon. Ich finde es ganz lecker. Ist auf jeden Fall, also es lohnt sich auf jeden Fall, so das, was ich gesagt habe. Machen wir da hin. So, dann geht jetzt einfach mal das nächste raus. Das ist Coco Roku. Sieht auch sehr haselnusslastig aus. An Nickelodeon. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Serie ist. Sieht ein bisschen aus wie diese Serie bei Nickelodeon. Ich guck mal, ich hab den Namen. Ich das einfach mal aufmachen. So sieht das Ganze aus. Sieht ein bisschen aus wie Knoppers. Schmeckt aber nach. Ja, wie heißt denn diese Waffe mit dieser Schokolade da drin? Manna. Das schmeckt wie Manna tatsächlich. Ja, gut. Kann man aber ganz gut essen, finde ich. So, dann fällt mal das nächste raus. Das ist was von Kellogg's Biscuit Moments. Schokoladengeschmack. So, insgesamt sind hier 5 Stück drin. So sieht die Verpackung aus. Sieht von innen aus. So ein Kipp. Oh, da sind immer 2 drin. Ziemlich cool. So sieht das dann einzeln aus. Ist wohl ein Keks mit Schokoladenfüllung. In meinem Fall sind sie schon nicht gewinnt, aber ich bin jetzt irgendwie so der Keksesser. Schokoladenfüllung
Schokolade schmeckt mich kaum raus. Eins, was ich nicht rausgeschmeckt habe, ist immer mit Hafer. Also mein Fall ist nicht. Aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. So. Jetzt da steht Sweetos. Scheint eigentlich was so nicht gut zu sein. Cheetos Sweetos. Jupp. Wird eigentlich mit Milch gegessen, aber ich probiere sie jetzt einfach mal trocken. Das schmeckt wieder auch so. Gibt ja viele Sachen, die auch. Sind wahrscheinlich mit weißer Schokolade gefüllt, zumindest von Endweiß. Kann man auch ganz gut trocken essen, zum Beispiel. Also, dann kommt mal nächsten. Ich glaube, die gibt es bei uns nicht. Auch das sind Kellogg's Schokopops. Und ich glaube, wir haben hier, glaube ich, gar keine Rüte, sondern die gibt es nur einzeln. Kellogg's. Also, dass man die auch zum Frühstück mit Milch essen kann. Das klingt sehr doll. Mal gucken, ob es schmeckt. Sieht von innen aus. Für alle, die ein bisschen auf ihre Nerven achten, ich sehe gerade, es hat 84 Kalorien pro Riegel. Was ich persönlich ein bisschen viel finde. Man kann es essen, wenn man auf so Schokoriegel steht. Ich persönlich stehe da nicht so drauf. Ich finde, das klebt mir auch zu. Aber naja. Die auf Griechenland darfst du gerne essen. Sollst du gerne tun. So. Jetzt kommen wir schon zum vorletzten Produkt. Das ist Chipiacho. Genau. Sieht ein bisschen aus wie Oreo von SpongeBob. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja, also SpongeBob mag ich jetzt nicht diese Süßigkeiten. Finde ich auch cool, wenn es hier eine Aufreißflasche gibt und die einfach mittendrin aufreißt. So, das Ganze dann aus. Und es gibt noch irgend so ein SpongeBob-Pop-Ding da drinnen. Scheint schon Sonne. So sieht das Ganze dann aus. Ich finde, das sieht sehr aus wie ein Oreo-Keks. Genau, wie in der Schokolade. Schmeckt aber sehr nach Oreo, muss ich tatsächlich sagen. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Part. Paket dann schon zu unserem letzten Produkt. Pepsi Life. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer auf seine Kalorien achtet, kann gerne trinken. Es hat pro Dose nur 2 Kalorien. 7 Kalorien. Entschuldigung. Und keine Kalorien. Aber mal probieren, wie es schmeckt. Steht auch da unten drauf. Das Getränk habe ich mir extra zum Schluss noch bewahrt, damit man einfach mal das ganze Essen noch mit verschlucken kann. Ich finde es nicht sehr, sehr lecker. Hätte ich nicht gedacht. Wer Pepsi Twist kennt, das schmeckt so ähnlich wie Pepsi Twist. Prost!
Also mein Gesamtfazit. Es ist sehr interessant zu wissen, was andere, ich sage jetzt mal bevorzugt Kinder, in anderen Ländern essen. Ich finde das immer sehr interessant, als Kulturen. Auch wenn ich persönlich nicht so viel esse, also ich auch nicht so viel teste, was zum Beispiel angeht. Die Snackbox finde ich persönlich, auch wenn mir davon nicht so viel geschmeckt hat, lohnt sich dennoch. Die Box kostet, muss ich auch kurz überlegen, ca. 22 Euro, ein paar zerquetschte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz so genau. Ja, natürlich im Abo, im Monatsabo. Wenn ihr ein Abo was weniger, also wenn ihr eine kürzere Laufzeit abonnieren möchtet, sind die Preise etwas teurer, das müsstet ihr dann aber der Seite entnehmen. Es gibt einmal ein 3-Monats-Abo, ein 6-Monats-Abo und ein 12-Monats-Abo. Den Link werde ich euch einmal dann einblenden, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Meines Erachtens kommen noch die Liefergebühren mit dazu. Aber auch das müsstet ihr dann der Seite entnehmen, da bin ich mir noch nicht mal 100%ig sicher, ob wir Liefergebühren hatten. Das kann ich natürlich auch jederzeit bei denen auf der Seite ändern. Genau. Ihr bekommt dann jeden Monat eine Snackbox zugeschickt. Leider jetzt bei uns etwas verspätet, da wir privat, sag ich jetzt mal, das Video etwas später drehen mussten. Die ist natürlich jetzt von Januar, die letzte Box, die wir bekommen haben. Die von Februar wird auch natürlich noch folgen. Wir werden das jetzt jeden Monat machen, dass wir euch die, die Boxen vorstellen. Genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne dazu stellen. Das werde ich euch hier auch nochmal einblenden, wie unsere Homepage, unsere Social Media Kanäle, wo ihr uns jederzeit Fragen stellen könnt. Oder falls ihr Vorschläge habt, was wir testen können oder was ich testen soll an Wissenssachen, könnt ihr es natürlich auch gerne uns zukommen lassen. Wir werden gucken, was wir von den Waren machen können. Genau. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube tatsächlich nicht. Genau. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es, wie gesagt, das gerne stellen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Freude mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao. Ein Wort zu langsam im Tippen. Entschuldigung.